In unserem Nachhalt 2021 möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Du bist einer von einer dreistelligen Anzahl von Kunden und Geschäftspartnern, mit denen wir in diesem Jahr ja sehr offenen Austausch hatten. Und es ist nicht nur einfach ein Dank, sondern es ist eigentlich herzliches Merci, denn wir haben uns zur guten Aufgabe gemacht, zum Schluss immer auch zu fragen, hey, was ist dein Feedback, was können wir besser machen an unseren Leistungen? Und dieses offene Gespräch war für uns deutlich wertzehrender auf unserem Weg, diese Beratung, diese Honorarberatung zu etablieren. Durch euch haben wir es eben geschafft, unsere 360-Grad-Videos als festen Bestandteil in der Besichtigung von Fahrzeugen digital zu etablieren. Und mit euch haben wir es geschafft, eben unser Portfolio auszuweiten auf den Gebrauchtwagenmarkt. Als Kastenwagenmakler nicht nur gebrauchte Fahrzeuge zu finden, euch passgenau zu beraten, sondern auch umgekehrt wieder euch als Kunden zu helfen, für gutes Geld eben dieses Fahrzeug am Markt loszuwerden. Und deswegen eben ein ganz besonderes Dankeschön an euch. Und gerade dieses Feedback und danke, dass ich euch eben anrufen durfte, oftmals auch im Nachgang, wo ich euch gefragt habe, hey, welche Idee hast du noch an meinem Geschäftsmodell, was ich verbessern, was ich ändern kann? Das waren die werthaltigsten Momente für uns. So, und im zweiten Teil geht es heute auch natürlich um diese Campers for Future. Dieses Projekt, was wir jetzt den Dezember über zum Thema Nachhaltigkeit gemacht haben. Und ganz besonders danken muss ich da eben den Ansprechpartnern, die wir hier nochmal eben aufführen, nämlich den Ingmar, den Rainer, den Ron, die Svenja, Luca, Markus, Mogli, Christian, Martin, Ingmar, Stefan und Rainer und Michael, David, Jürgen, Michael und Matthias. Ihr alle habt einen Beitrag geleistet, so dass wir eben auch einiges anders machen können. Und zwar im Bereich des Kastenwagens, das andere Wohnen. Da haben wir einiges dazu gezeigt, wie man im Bereich von Grauwasser, wie man im Bereich von Toilette einiges tun kann und das ganze Wohnen eben deutlich nachhaltiger gestalten kann. Aber auch das Thema Fahren haben wir mit in Ansatz gebracht. Wie kann man den Sprit sparen oder mit welchen Methoden lassen sich eben auch vielleicht zukünftig Elektrocamper anschaffen und. Und wir haben es auch geschafft, an einigen Stellen eben dieses Andersdenken in den Vordergrund zu heben. Und ich musste feststellen, und das ist eine persönliche Erkenntnis, die ich getroffen habe, einfach nur mit dem Thema Nachhaltigkeit zu reden, das reicht nicht. Damit dieses Umdenken auch stattfindet, ist es eben notwendig, nicht nur diese Lippenbekenntnisse zu haben, sondern auch das Ganze möglichst zu kombinieren, CO2-Footprint mit den Euros, also mit dem Geldwertvorteil. Und nur dann, wenn man das kombinieren kann, dann ist es auch was Gutes. Wir haben das gemerkt, dass es funktioniert im Bereich des Alltagsautos. Ja, der Markus hat eben dargestellt, dass er sehr wohl in der Lage ist, sein PKW abzuschaffen, wenn er im Besitz eines Campers ist und dort ergänzend einen E-Scooter, vielleicht auch ein E-Bike einsetzt und dann nochmal Carsharing nutzt, wie zum Beispiel ein Elektroauto in München, dann kann man eben auch etwas abschaffen und dann verdient man dadurch Geld, dass man etwas abgeschafft hat. Und das sind Dinge, die sollte man sich beim Umdenken eben noch mehr zu Herzen nehmen. Wir haben es leider nicht geschafft, in allen Bereichen auch das an Interviews auf die Beine zu kriegen, was wir wollten. Wir wollten uns noch unterhalten zum Thema mehr Do-it-yourself, anstatt zum Servicepartner hinzufahren. Ich glaube, da kann man ganz viele Kilometer einsparen. Die digitalen Messen, jetzt ist die CMT abgesagt. Jetzt ist es Realität, dass man sich eben auch mehr und mehr auf andere Kanäle stürzen muss. Da wollten wir was zu machen. Auch da haben wir leider eben deswegen niemanden von der Messegesellschaft gefunden. CO2 im Handel ist auch so ein Thema, wo ich keinen Ansprechpartner gefunden habe. Ich glaube, da ist es auch noch nicht ganz so weit, dass man sich dessen bewusst ist, was man dort im Handel an CO2-Ausstoß eben hat. Suchfahrten zu vermeiden, auch da ist leider eine Absage reingekommen, denn ich glaube, man kann ganz schön viel daran machen, indem man eben vorplant, indem man vorreserviert und dann nicht auf einem vollen Stellplatz steht und dann eben die Rückreise oder den Umweg antreten muss. Und was wir auch leider nicht geschafft haben, ist, dass wir eine Naturschutzorganisation, bei der man aktiv werden kann, eben im Interview darzustellen. Da ist uns leider aufgrund der Fülle der Termine, die dort anliegt, leider der Termin geplatzt. Das treibt mich um. Das Halbe. Nicht nur das Halbe
Auto, was ich abschaffen kann, sondern der halbe Campervan, der ja gar nicht unbedingt mir gehören muss. Dieses Halbcamp, ich sitze zwar in einem ganzen Auto, aber mir gehört nur die Hälfte, was wir zweimal in unserem Nachhaltigkeitsinterviews dargestellt haben, ist, glaube ich, was, was es noch möglich macht, weiter vorangetrieben zu werden. Vielleicht sehen wir uns zu diesem Thema im nächsten Jahr nochmal wieder. Auch all die, die jetzt leider aufgrund der Preissteigerungssituation ihr von meinen Kunden eben nicht die Preiserhöhung mitgegangen seid, sondern das Fahrzeug stornieren musstet. Verständlicherweise eben deswegen, weil es finanziell dann doch zu eng wird. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, über ein Halbfahrzeug nachzudenken. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Zu dem Thema werden wir uns auch im nächsten Jahr sicherlich nochmal wiedersehen. Eins, mit dem ich abschließen möchte, und das ist auch etwas, wir haben ja gesagt, das Ganze ist ein unkommerzielles Projekt, dieses Campers for Future. Und das Einzige, was wir erwirtschaftet haben, sind ganze 2,07 € mit einem einzigen Video, was wir einmal mit Werbung versehen haben von YouTube. Aber wir werden diesen Betrag aufstocken. Und zwar der CO2-Beitrag, den man eben leisten kann, der ist zum Beispiel bei 5000 Kilometern im Jahr, was einer Tonne CO2 entspricht, 23 €. Und genau bei Atmosphäre kann man eben so etwas auch nachrechnen lassen. Wir haben uns in diesem Jahr ein ganzes Auto gekauft und das sind nach eben der Kalkulation, die hier mal dargestellt wird vom IFOI-Institut, ca. 16 Tonnen CO2 äquivalent. Und genau das machen 368 € aus nach unserer Kalkulation hier bei Atmosphäre. Allerdings spenden möchten wir das eben genau dieser eben schon genannten Naturschutzorganisation, dem Nature Fund, der sich dafür einsetzt, Land zu kaufen, Bäume zu pflanzen und der, und das finde ich sehr gut und interessant, eben auch aktiv den Camper, uns Camper mit einbinden kann, wenn wir unsere Urlaubssituation kombinieren, vielleicht mit einem ein, zwei Tagen vor Ort, um dort aktiv teilzunehmen, diese Bäume einzusetzen. Und das finde ich eine so gute Idee, dass wir im nächsten Jahr nochmal drüber sprechen werden und dass die 368 € hier eben als Spende an den Nature Fund gehen. Wir danken für ein erfolgreiches Jahr 2021. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr 2022 als Kunde eben oder auch in anderer Form. Und wir danken auch allen Geschäftspartnern, die uns auf diesem Weg begleitet haben, unser Thema Poederia Online zu etablieren und das Ganze eben auch weiterzuspinnen. Der Weg ist noch nicht vorbei. Den Weg werden wir noch weitergehen, gemeinsam weitergehen. Vielen Dank dafür und tschüss.